Wenn Sie auf Power stehen, meine eigene Supernova, ist unser Universum genau das Richtige für Sie. Wir werden die stärksten Sterne des Kosmos begutachten. Von unserer eigenen Sonne. Wird es abbrechen? Ist dabei. Oh ja, schon passiert. Bis zu solchen, die noch viel größer und gewaltiger sind. Einige haben außerordentlich starke Magnetfelder. Und los! Ja! Andere produzieren die hellsten Explosionen, die wir kennen. Schnappen Sie sich einen Platz in der ersten Reihe und beobachten Sie die mächtigsten Sterne des Universums bei der Arbeit. Um herauszufinden, wie mächtig Sterne werden können, haben wir uns aufgemacht, um die größten, eindrucksvollsten und beängstigendsten Exemplare aufzuspüren. Was genau ist eigentlich ein Stern? Sterne beginnen als große Gaswolken. Die Gravitation zieht diese Gaswolken zusammen, bis das Ganze so konzentriert ist, dass im Kern dessen, was jetzt ein Stern geworden ist, die Fusion beginnen kann. Sterne sind also eigentlich gigantische Bälle aus Energie, die von Gravitation angetrieben werden. Um unsere Suche nach den besten und hellsten Sternen zu beginnen, gibt es nur einen logischen Standpunkt. Den stellaren Dynamo, der das Leben, wie wir es kennen, antreibt. Die Sonne. Einfach unglaublich, was die Sonne produziert, ist zu vergleichen wie mit einer gigantischen Wasserstoffbombe aus den 60er Jahren. Selbst wenn jeder Erdenbürger eine Atombombe pro Sekunde zünden würde, und das ist ja schon sehr viel, wäre das gar nichts im Vergleich zu dieser gigantischen Wasserstoffbombe, die dauernd und kontinuierlich sozusagen ihre Energie hinaus in den Weltraum sprengt. Wir sprechen hier über Temperaturen, die weit über dem liegen, was wir aus eigener Erfahrung kennen. Die Temperatur im Inneren der Sonne liegt bei weit über 500.000 Grad Celsius. Und wie leistungsstark ist all diese Kraft? Im Marshall Space Flight Center im US-Bundesstaat Alabama steht ein Gerät, mit dem die NASA Sonnenlicht auf diverse Materialien fokussiert, um zu testen, wie gut diese den glühend heißen Sonneneruptionen standhalten können. Und der theoretische Physiker David Kaplan wird gleich erfahren, wie heiß es dabei wird. Diese Scheibe ist ein Sonnenofen, in dem die Sonnenstrahlen auf einen bestimmten Punkt fokussiert werden. Hier hinten haben wir einen Reflektor. Der reflektiert das Sonnenlicht in den Sonnenofen, damit wir dort Dinge auf extreme Temperaturen erhitzen können. Wenn man die Sonne auf diese 8 cm Durchmesser konzentriert, liegt die erzeugte Hitze bei etwa 1 Megawatt pro Quadratmeter. Das ist so, als ob wir 5 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt wären. Von der Erde sind es 150 Millionen. Die NASA nutzt diese Apparatur, um Hitzeschilder für Raumfahrzeuge zu testen. Welche Temperaturen erreichen wir hier? Über 1000 Grad Celsius. Wenn genug Hitze reinkommt und nur wenig abstrahlt, führt das zum Schmelzen. Wenn die Sonne wirklich Dinge zum Schmelzen bringen kann, will Kaplan es auch sehen. Also legt er verschiedene Objekte unter das, was im Grunde eine gigantische Lupe ist. Gut, dann legen wir mal diesen Laptop in die Zielkammer. Wir sitzen sowieso zu oft am Computer, oder? Wir sind soweit. Das wird toll. Um diesen gigantischen Ofen aufzuheizen, braucht man keinen Lichtschalter, sondern nur eine 2 Stockwerke hohe Tür. Sobald man sie öffnet, kann die Sonne zuschlagen. Ich rieche verbranntes Plastik. Zieh den Visier. Wird immer heißer. Ja, es brennt. Das reicht. Tür zu. Okay. Dann schauen wir mal. Das riecht übel. Der Bildschirm wurde getroffen. Die konzentrierte Energie der Sonne hat unser hübsches Gerät völlig zerstört. Das Plastikgehäuse des Laptops hat in weniger als 10 Sekunden sein Limit erreicht und ist schon bei weniger als 200 Grad Celsius in Flammen aufgegangen. Doch Kaplan hat noch nicht genug.
Wir testen es mit dieser Aluminiumplatte. Los geht's. Sehen Sie das? Es wird flüssig. Geschmolzenes Aluminium. Ich kann es sogar bis hierher riechen. Okay. Brennendes Aluminium riecht nicht gerade gut. Es ist heiß. Aluminium braucht über 650 Grad Celsius, um sich zu verflüssigen. Das haben wir geschafft. Zeit, die Sonne mit etwas noch Stärkerem zu testen, einem Fleischerbeil aus Stahl. Das hier ist etwa ein halber Zentimeter dicker, gehärteter, verchromter Stahl. Um Stahl zu schmelzen, muss dieser Sonnenstrahl über 1300 Grad Celsius heiß werden. Es glüht. Oh ja, es hat ein Loch reingebrannt. Wird es abbrechen? Nicht dabei. Oh ja, schon passiert. Durchgeschnitten. Oh Mann, es ist immer noch heiß. Es ist nur noch Asche. Erstaunlich. Ziemlich starker Strahl. Das Ding ist Schrott. Wir haben es ziemlich gut zerstört. Wir haben gesehen und erlebt, was die Sonne bewirken kann. Wenn sie fokussiert ist, überträgt sie eine enorme Menge an Hitze und kann alles, was wir getestet haben, zerstören. Wo kommt all diese Kraft her? Es beginnt im Zentrum der Sonne, ihrem Kern. Hier konsumiert unser Stern seine Hauptbrennstoffquelle. Wasserstoff. Wir kennen zwei Bomben, die Atombombe. Sie spaltet Uran in zwei Teile und dabei entsteht Energie. Die Wasserstoffbombe, so wie es auf der Sonne funktioniert, ist genau andersrum. Man nimmt Wasserstoff, man bringt es zusammen, diese beiden Kerne, und dabei entsteht Helium. Und das führt zu einer riesigen Energie, viel gigantischer als eine Atombombe. Was würde passieren, wenn nur ein kleiner Teil dieser Hitze auf der Erde entfesselt werden würde? Wenn wir die Sonne öffnen und ein Stück aus ihrem Kern herausnehmen würden? Ein 14 Millionen Grad Celsius heißes Stück in der Größe eines kleinen Koffers, würde es eine Großstadt wie Los Angeles vollständig auslöschen. Zuerst würde es die Luft enorm aufheizen. Das würde dann einen Feuerball und eine Druckwelle verursachen, die alles im Umkreis mehrerer Kilometer zerstören würde. Am Ende würden die hohen Temperaturen und herumfliegende Trümmer fast alles jenseits der Detonationszone in Brand setzen. Die folgende Zerstörung und der Feuersturm würden jeden in einem Umkreis von 100 Kilometern töten. In der Realität würde die Sonne niemals ein Stück aus ihrem Kern auf eine Großstadt schleudern. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie ein friedlicher Stern ist. Die Sonne startet permanent gewaltige Angriffe in der Form von Sonneneruptionen. Wie ein feuerspeiender Drache. Sonneneruptionen sind faszinierend. Es sind Störungen auf der Sonne, die zu einem Ausstoß von Elektronen und Protonen führen, die auch die Erdoberfläche erreichen können. Wenn es zu einer Sonneneruption kommt, schießt die Strahlung mit fast 300.000 Kilometern pro Sekunde in Richtung Erde. Nach ein paar Tagen können Wolken aus geladenen Partikeln folgen. Die Eruptionen sind so stark, dass sie Satelliten aus ihren Umlaufbahnen stoßen und ganze Stromnetze auf der Erde lahmlegen können. Ein berühmtes Beispiel geschah 1989, als eine Sonneneruption die Stromversorgung in der gesamten kanadischen Provinz Quebec lahmlegte. Wie kommt es zu diesen gewaltigen Explosionen? Das ist ein Rätsel, auf das viele Wissenschaftler gerne eine Antwort hätten. Der am Caltech arbeitende Physiker Paul Bellen hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um ihre Stärke zu erforschen. Er produziert Sonneneruptionen in seinem Labor. Wir schaffen im Labor Bedingungen, die analog zu den Vorgängen auf der Sonne sind. Auf der Sonnenoberfläche gibt es gigantische Felder, die wie riesige Bögen aussehen. Ab und an explodieren sie, und das nennen wir eine Sonneneruption. Warum diese Bögen explodieren und Sonneneruptionen verursachen, ist bisher noch nicht geklärt. Bellen hat durch seine Forschungen vielleicht die Ursache gefunden.
Wenn sich ein Bogen formt, hat er die Tendenz, sich zu drehen. Wir nehmen an, dass er sich immer mehr verdreht, bis er an einen Punkt kommt, an dem er damit nicht mehr klarkommt, aufbricht und energiereiche Partikel ausgestoßen werden, wie bei einer Explosion. Um so eine Sonneneruption nachzustellen, nutzen Ballon und sein Team Elektromagnetismus, mit dessen Hilfe sie Wasserstoffgas in einer großen Vakuumkammer entzünden. Wir leiten das Gas ein, bauen die Magnetfelder auf und das alles innerhalb einer Millisekunde. Welche Belichtungszeit und wie viele Bilder pro Sekunde benutzt du? 4 Millionen Bilder pro Sekunde. Diese unvorstellbar hohen Geschwindigkeiten sind notwendig. Selbst bei 4 Millionen Bildern pro Sekunde wird diese Kamera nur 14 Bilder der Eruption einfangen können. Wenn alles nach Plan verläuft, wird das Wasserstoffgas blitzschnell explodieren und eine virtuelle Sonneneruption kreieren, die nur eine 300.000stel Sekunde dauern wird. Dann los. Okay. Sieht aus, als ob es sich jenseits der Elektroden ausdehnt. Wir sehen hier, dass es sich dreht und dort Kräfte wirken, die es immer größer werden lassen. Dieses Verhalten wurde für die Sonne nicht vorhergesagt, aber wir sehen es ganz klar in unseren Experimenten. Ballon und sein Team sind nahe dran, die Kraft der Sonneneruptionen hier auf der Erde zu entschlüsseln. Doch das wahre Potenzial unseres Sterns kann nicht aus 150 Millionen Kilometer Entfernung gemessen werden. Es muss aus der Nähe untersucht werden. Und wenn Sie glauben, dass Sie die gewaltige Kraft der Sonne schon hier auf der Erde haben wirken sehen, dann dürfte Sie ein Blick aus nächster Nähe wirklich beeindrucken. Wir haben die Kraft unserer Sonne aus der Ferne untersucht. Nichtsdestotrotz, um ihre Stärke wirklich zu verstehen, müssen wir sie aus nächster Nähe studieren. Die NASA plant eine Mission namens Solar Pro Plus, um die Sonne und den sogenannten Sonnenwind zu erforschen. Das ist der starke Ausstoß von Solarpartikeln von der Oberfläche der Sonne. Der Versuch, näher an den Sonnenwind heranzukommen, wirft eine wichtige Frage auf. Kann ein von Menschenhand erschaffenes Raumfahrzeug tatsächlich eine Mission zu einem Stern überstehen? Die NASA plant, eine Sonde zur Sonne zu schicken. Die Sorge dabei ist, dass sie zu heiß werden könnte. Nachdem er gesehen hat, wie die Sonne mühelos Stahl durchschnitten hat, will David Kaplan wissen, wie gut sich die Solar Pro Plus Sonde der NASA schlagen wird. Um das herauszufinden, fährt er ins Johns Hopkins Applied Physics Lab. Dort testen Ingenieure entsprechende Prototypen. Wie nah muss die Sonde an die Sonne ran? Bis auf 6,5 Millionen Kilometer. Also bis tief in den Orbit von Merkur. Genau. Wie werden Sie die Sonde schützen? Als erstes mit dem Hitzeschutzschild. Das ist die große Platte an der Vorderseite, die aus Carbonschaum besteht und von einigen anderen Carbon-Verbundstoffen umhüllt ist. Darauf befindet sich eine Keramikoberfläche, die einen Teil des Lichtes reflektiert und einiges der Hitze absorbiert und seitlich wieder abstrahlt. Die Vorderseite unseres Hitzeschutzsystems wird etwa 1700 Grad Celsius heiß werden. Etwa 2700 Grad Fahrenheit. Stimmt, genau. Welche Art von Materialien ist notwendig, um solche Temperaturen zu überstehen? Zeit für ein kleines solares Barbecue. Ich kann diesen Hotdog in meiner Hand braten. Das Würstchen wird heiß und meiner Hand geht es prima. Das liegt daran, dass dieser Handschuh aus einem Material besteht, das meine Hand bis zu 540 Grad Celsius schützt. Was mich interessiert, sind die Materialien, die die Sonde in diesen extremen Umgebungen nahe der Sonne schützen können. Und ich möchte gerne sehen, was mit diesem Handschuh in diesen Umgebungen passiert. Schauen wir es uns an. Kaplan nimmt ein Stück seines hitzebeständigen Handschuhs. Hab einen Finger. Um es mit einem Stück des speziellen Carbonschaums zu vergleichen, der die Solar Pro Plus schützen soll.
Wir legen ein Stück des Handschuhs in den Ofen, den wir auf 1400 Grad Celsius aufheizen werden. So werden wir sehen, ob er auch die Temperaturen aushalten kann, die nur ein paar Millionen Kilometer von der Sonne entfernt herrschen. Dann legen wir noch ein Stück des Hitzeschilds der Sonde rein. Die einzige Frage ist, welches von beiden wird gewinnen? Wir haben 1400 Grad Celsius. Oh ja, ich sehe etwas Rotglühendes. Die Temperatur ist wieder normal, wir können ihn öffnen. Mal sehen. Oh, das ist nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist völlig zerstört. Alles geschmolzen. Das ist nur noch Kohle fürs Barbecue. Aber der Hitzeschild? Nicht intakt. Wahnsinn. Diese zwei Materialien waren der gleichen Hitze ausgesetzt. Dieser Handschuh hält bis zu 540 Grad. Und wir sehen, was bei 1400 Grad mit ihm passiert. Dieses Material hingegen ist völlig intakt. Es wird die Geräte vor der extremen Hitze schützen, die ein paar Millionen Kilometer von der Sonne entfernt herrscht. Okay, der Schild kann also der Hitze standhalten, wird aber auch das schützen, was sich in der Sonde befindet. Wir haben gerade diesen Test gemacht und gesehen, dass das Schildmaterial 1400 Grad Celsius aushalten kann. Kann es aber auch das schützen, was hinter ihm ist, also die eigentliche Sonde? Ja, ich werde Ihnen zeigen, wie. Hier haben wir unser Carbonmaterial. Wow, total leicht. Es besteht zu 97% aus Luft. Verstehe, fühlt sich wie Styropor an. Dieser Leichtschaum wird auch bei Jetdüsentriebwerken benutzt, was ihn ideal dafür macht, außerordentlich starke Hitze auszuhalten. Das ist ein Thermometer. Okay. Damit wir wissen, wie hoch die Temperaturen sind. Ich werde jetzt die Vorderseite erhitzen und Sie dürfen die Hinterseite berühren. Okay. Wenn Sie mir nicht vertrauen, dann können Sie selber die Temperatur ablesen. Auf dem Monitor? Ja. Also ich halte meine Hand hier hin? Ja, und ich bearbeite die Vorderseite. Glüht sie schon? Tut sie. Okay. Sie spüren nichts, obwohl es schon eine Weile glüht. Die Seite des Schildes, die der Sonne ausgesetzt sein wird, steigt auf über 1100 Grad Celsius. Captains Hand hingegen fühlt auf der anderen Seite nur gut 54 Grad Celsius. Erstaunlich, die eine Seite des Materials ist außerordentlich heiß und die andere bleibt trotzdem kühl. Ja. Das ist sehr wichtig. Starke Temperaturschwankungen können nämlich verheerend sein. Wenn man ein Glas aus dem Geschirrspüler nimmt und, solange es noch extrem heiß ist, kaltes Wasser hineinfüllt, kann es kaputt gehen. Genau. Und hier haben wir auch eine sehr heiße und eine kalte Oberfläche. Stimmt. 55 Grad Celsius. Weit weniger als 971 Grad Fahrenheit. Die Sonde ist zwar darauf vorbereitet, die immense Hitze der Sonne zu überstehen, allerdings dürfte das, was die Sonde untersuchen soll, sich als weit potenter erweisen, der Sonnenwind. Die Sonne produziert einen sogenannten Sonnenwind, feine Partikel, die aus den äußeren Schichten der Korona herausströmen. Er ist überall in unserem Sonnensystem. Die Blase des Sonnenwindes, die unser Sonnensystem durchdringt, wird Heliosphäre genannt. Der Rand der Heliosphäre beweist, dass die wahre Macht der Sonne nicht auf ihrer Oberfläche liegt, sondern sich bis weit jenseits von Pluto erstreckt. Wenn der Sonnenwind aus der Atmosphäre der Sonne herausbricht, peitscht er mit 1,6 Millionen Stundenkilometern an der Erde vorbei. In wenigen Monaten hat er dann auch Saturn und die äußeren Planeten erreicht. Nahe dem Rand unseres Sonnensystems, Milliarden von Kilometern von der Sonne entfernt, verlangsamt sich der Sonnenwind plötzlich. Dieser Punkt wird Termination Shock genannt. Der Wind kollidiert hier mit Materie von außerhalb der Heliosphäre und wird dadurch dichter und heißer. Da der Wind auch noch nach dem Zusammenstoß weiterströmt, entsteht eine sengend heiße Schicht aus Wasserstoffgas, weit entfernt von jedem Stern. Trotzdem unglaublich heiß und extrem aufgeladen. Was verursacht diesen heftigen Temperaturanstieg? Der Astronaut Mike Massimino und der Wissenschaftler Steve Jacobs werden gleich 950 Liter Wasser auf diese Plattform regnen lassen, um das zu beantworten. Okay, Jake, was ist das? Das ist ein Modell der Heliosphäre. Der Heliosphäre? Am Rand von ihr treten interessante Phänomene auf.
Und was werden wir hier sehen? Wir werden das Wasser herabregnen lassen und es wird sich ausbreiten. Die Art, wie sich das Wasser verhält, wenn es auf das Plexiglas trifft, ähnelt dem, was passiert, wenn der Sonnenwind sich im gesamten Sonnensystem verbreitet. Es verdichtet sich und interagiert mit dem Plexiglas. Es entsteht eine kleine Welle und eine kreisförmige Mantelschicht. Wie funktioniert das? Mit diesem magischen Kasten. Dafür ist er also. Werden wir trocken? Finden wir es raus. Leg los. Bereit und Feuer. Was sehen wir hier genau, Jake? Dieser Punkt repräsentiert die Sonne. Die Sonne? Das Wasser, das sich ausbreitet, repräsentiert den Sonnenwind. Die Partikel in seinem Inneren bewegen sich mit bis zu 1,6 Millionen Stundenkilometern fort. Hier außen fangen sie an, sich zu verlangsamen, weil sie dort auf geladene Teilchen treffen, mit denen sie zusammenstoßen und interagieren. Deshalb wird es hier wieder rot. Das hier repräsentiert den Zusammenstoß. Wie heiß wird es dort in etwa? 110.000 Grad, die Temperatur nimmt dort zu. Man erwartet ja, dass es in der Nähe der Sonne am heißesten ist. Doch obwohl man hier so weit von ihr entfernt ist, heizt sich die Zone hier wieder auf. Warum ist es dort so heiß? Es ist das gleiche Phänomen, das auch in der Sonne passiert. Wenn Partikel dazu gezwungen werden, miteinander zu interagieren und sich aneinander zu reiben, geben sie Strahlung ab. In Form von Licht, das wir sehen, und in Form von Hitze. Reibungshitze. Genau. Sie interagieren. Nettes Modell, oder? Direkt über unserem Kopf, das ist toll. Durch dieses Modell des Sonnensystems können wir es perfekt beobachten. Hier unten. Genau. Die Kraft unserer Sonne ist wirklich erstaunlich und erstreckt sich weit über die Planeten hinaus. Dabei ist sie noch nicht mal annähernd der größte Stern im Universum. Für einen wirklich spektakulären Vertreter brauchen wir Größe. Der größte Stern, den wir kennen, ist VY Canis Majoris. Ein sogenannter roter Hyperriese. Er ist 4.900 Lichtjahre von der Erde entfernt und liegt im Sternbild Großer Hund. Wie können Sterne zu solchen enormen Größen anwachsen? Durch den Urknall entstanden riesige Wolken von Wasserstoff und Helium. Und zwar in unterschiedlichen Größen. Größere Wolken, kleinere Wolken. Und die Natur will es so, dass die größeren Wolken zuerst kollabierten. Und diese größeren Wolken haben natürlich mehr Wasserstoff und Helium. Und deswegen entstanden am Anfang viel größere Sterne als heute. Diese frühen Sterne gibt es heute nicht mehr. VY Canis Majoris allerdings schon. Und er ist schätzungsweise 2000 Mal so groß wie unsere Sonne. Was, wenn unsere Sonne auf die Größe von Canis Majoris anwachsen würde? Zuerst würde sie Merkur verschlingen. Dann Venus. Auch die Erde hätte keine Chance. Kurz danach wäre der Mars dran. Und am Ende würde sie Jupiter verschlingen. Mit einem Radius von rund 1,4 Milliarden Kilometern würde Canis Majoris jeden Planeten verschlingen, bis er Saturn gefährlich nahe kommen würde. Zu unserem Glück liegt Canis Majoris in einem weit entfernten Teil der Milchstraße. Weit genug weg, um keine Auswirkungen auf uns zu haben. Wenn es um reine Power geht, ist Größe nicht immer das Entscheidende. Es gibt in unserem Universum Sterne, die mächtiger sind als Canis Majoris. Ein anderer Weg, um Sterne zu klassifizieren, ist nach ihrer Leistung oder Lichtstärke, sowie die Wattzahl einer Glühbirne. Es gibt 100 Wattbirnen, 10 Wattbirnen und 1000 Wattbirnen. Das sind unterschiedliche Leistungen und genauso können Sterne unterschiedliche Leistungen haben. Die blauen Sterne sind heißer, die roten kühler. Wie viel mehr Leistung hat ein blauer Stern im Vergleich zu einem roten? Ein zum Sternbild Orion gehöriger Stern namens Rigel, ein sogenannter blauer Überriese, zeigt das sehr deutlich. Er ist nicht so groß wie Canis Majoris. Würden wir ihn aber mit unserer Sonne austauschen, würde er sich noch immer bis zum Merkur erstrecken. Und auch die Erde nicht verschonen. Denn Größe ist hier nicht das Entscheidende. Rigels starke Strahlung würde unsere Ozeane verdampfen lassen.
und dann die gesamte Erde auslöschen. Auch Jupiter hätte keine Chance. Seine Monde würden sich einfach auflösen und sogar die Ringe des Saturns würden wie Eiswürfel in einem heißen Ofen schmelzen. Dann würde Rigel über die Gasriesen herfallen und sie wie riesige Kometen mit spektakulären Schweifen aussehen lassen, bevor auch sie ein für alle Mal zerstört werden würden. Doch Rigel ist nicht die Nummer eins unter den gewaltigsten Sternen. Es gibt einen noch mächtigeren im Universum. Der massereichste Stern, den wir kennen, ist R136a1. Seine Masse ist fast 300 Mal so groß wie die der Sonne. Wirklich gewaltig. R136a1 liegt im Tarantelnebel und ist 165.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Trotzdem können wir ihn sehen, was uns zeigt, wie leistungsstark er ist. R136a1 ist ein ganz besonderer Stern. Die meisten Sterne erreichen niemals so eine hohe Masse, weil sie so stark sind, dass ihre Strahlung sie auseinandersprengt. Als das Universum noch sehr jung war, gab es noch nicht viele chemische Prozesse. Sehr massereiche Sterne, hunderte Mal so groß wie die unserer Sonne, waren damals vermutlich verbreiteter, als sie es heute sind. R136a1 ist ein Hyperriese und gehört damit zur höchsten Sternenklasse in puncto Kraft und Größe. Dazu verliert er noch rasch an Masse, wodurch er außergewöhnlich hell leuchtet. Ihn zu finden war wie einen fossilen Vorfahren zu finden. Er liefert ein Beispiel dafür, wie Sterne früher waren. Die unglaubliche Hitze, die von massereichen Sternen wie Rigel erzeugt wird, hat ihren Ursprung in einer anderen gewaltigen Kraft des Universums. Dem Druck. Alle Sterne stehen wegen ihrer extremen Gravitation und Dichte unter immensem Druck. Dieser Druck erzeugt extreme Hitze. Und die treibt die Solarfusion an, die den Stern mit Energie versorgt. Wie erzeugt Druck Hitze? Die Luft- und Raumfahrtingenieurin Sigrid Close hat ein Gerät, mit dem sie uns zeigen kann, wie leicht das ist. Viele Leute denken, dass die Fusionsfähigkeit von der Größe des Sterns abhängig ist, aber das stimmt nicht. Es geht nur um Druck und Temperatur. Man braucht eine Temperatur, die hoch genug ist, um die sogenannte Coulomb-Barriere zu überwinden. Gleichgeladene Teilchen mögen nicht in die Nähe voneinander kommen. Der Schlüssel ist Druck und Temperatur. Wenn man genug davon hat, kann man diese Coulomb-Barriere überwinden und eine Fusion herbeiführen. Der Druck produziert in den stärksten Sternen enorme Hitze. Doch die gewaltigste Macht im Universum ist kein lebender, feuerspeiender Stern, sondern vielleicht einer, der schon tot ist. Die Größe von VY Canis Majoris und die Hitze von Rigel sind nichts verglichen mit der gewaltigen Kraft eines anderen Monsters des Universums. Das mag einer der zerstörerischsten Augenblicke im Universum sein. Der Tod eines Sterns. Eine Supernova. Die Entwicklung einer Sonne, eines Sterns, ist eigentlich immer dieselbe. Wir haben am Anfang eine riesige Wasserstoffwolke, die kollabiert zu einem kleinen Stern. Der verbrennt dann Wasserstoff. Dabei wird allerdings so ein Stern immer größer. Er bläht sich auf zu einem sogenannten roten Riesen. Auch unsere Sonne wird mal ein roter Riese werden. In etwa 5 Milliarden Jahren wird sie so groß sein, dass sie selbst unsere Erde verschlingen wird. Und wenn sie dann diese Größe hat, dann sprengt sie die äußere Hülle ab, ist wie eine Bombe und kollabiert dann zu einem weißen Zwerg oder einem Neutronenstern oder einem schwarzen Loch. Das heißt, jeder Stern, ob klein oder groß, ist so eine tickende Zeitbombe, die irgendwann mal explodiert. Der Astrophysiker Adam Burrows erstellt an der Princeton University eine der allerersten 3D-Simulationen dieses Prozesses. Ein Phänomen, das nur eine halbe Sekunde dauert. Die Natur ist dreidimensional und dank besserer Codes und Computer haben wir jetzt endlich Zugang zu dem gesamten Phänomen.
Diese Supercomputer ermöglichen es Burroughs, die Energie im Kern einer Supernova einzuschätzen, wobei er die mathematischen Werte für Flüssigkeiten in Bewegung benutzt. Und er erhält überraschende Resultate. Die Geschwindigkeiten liegen bei etwa 50.000 Kilometern pro Sekunde, die Beschleunigungen bei etwa 1 Billion G. Die Geschwindigkeiten und die Energien sind sehr groß und das Phänomen ist sehr heftig. Anhand dieser Werte kann Burroughs jetzt bahnbrechende Simulationen dieser turbulenten Gasflutwellen erstellen, die tief im Inneren des Sterns explodieren. Wir sehen hier das erste Beispiel einer 3D-Simulation. Es ist eine Explosion, eine, die stark aufgebrochen und asymmetrisch ist. Sie erhält ihre kugelförmige Gestalt nicht aufrecht. In der dreidimensionalen Darstellung, die uns jetzt möglich ist, sehen wir, dass sie total instabil ist. Zu begreifen, dass diese Explosionen nicht einheitlich verlaufen, ist wichtig, weil bei einer Supernova-Explosion Material ausgestoßen wird, das verheerend wirken kann. Wenn so etwas in unserer Nähe hochgeht, wird es großen Schaden anrichten. Nach einer Supernova dürfte das Leben auf der Erde sehr problematisch sein. Es wäre ein sehr schlimmer Tag für uns. Es ist eine Sache, eine Computersimulation im Labor durchzuführen. Ist es möglich, diesen Effekt auch in der Realität zu beobachten? Können wir die Asymmetrie einer Supernova auch hier auf der Erde nachstellen? Der Astronom Andy Howell versucht das herauszufinden, indem er einige gasgefüllte Ballons entzündet. Es gibt noch viel zu lernen. Wir wissen, die asphärische Natur ist Teil der Explosion. Ich will sehen, ob wir diese asphärische Natur auch bei einer Explosion hier auf der Erde hinbekommen. Deshalb haben wir eine gut 1,80 Meter große Acetylenbombe gebaut. Wir haben ein Netz aufgebaut, damit niemand in der Nähe sein muss, wenn wir sie zünden. Wir haben ein ferngesteuertes Füllsystem, einige Feuerlöscher und einen Fernzünder. Ballon gefüllt, Hochgeschwindigkeitskamera bereit, Showtime. Um die gewaltige Explosion eines Sterns richtig nachzustellen, muss es eine echte Monsterexplosion werden. Okay, los geht's. Ich zünde meine eigene Supernova. Oh mein Gott! Mann, war das ein Knall! Verdammt! Das war so schnell. Einfach unglaublich. Hat alle gewaltig erschreckt. Oh, wow. Ich habe die Explosion gespürt und echt Angst gehabt. Wie eine echte Supernova. Schauen wir uns die Wiederholung an. Aufgenommen von einer Hochgeschwindigkeitskamera mit 20.000 Bildern pro Sekunde. Mal sehen. Das ist cool. Das sieht ganz ähnlich wie eine Supernova aus. In vielerlei Hinsicht sogar noch besser. Bei einer Supernova sehen wir nur diesen entfernten Lichtpunkt und können nicht alle Details klären. Hier können wir all diese Teilchen sehen, die mit hoher Geschwindigkeit wegfliegen. Das ist genauso wie bei einer echten Supernova. Wir haben dort oft Calciumklümpchen, die mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit davonrasen. Und hier sieht man diese Turbulenzen und Wirbel. Hier dreht und überschlägt sich das Gas durch die Instabilitäten der Explosion. Genau das Gleiche sehen wir bei modernen Supernova-Simulationen. Im echten Leben passieren Dinge viel unordentlicher. Wir fangen gerade erst an einem Computer nachstellen zu können, was die Natur bei Explosionen tut. Und was sagt uns das? Könnte die Druckwelle einer asymmetrischen Explosion im äußeren Weltraum die Erde erreichen? Es ist schön, sie aus der Ferne zu bewundern. Das sind wirklich gigantische Explosionen, die da im Weltraum stattfinden. Da würde man nicht in der Nähe sein wollen. Astronomen beobachten zurzeit einen 8000 Lichtjahre entfernten Stern, der eine Bedrohung für die Erde sein könnte. Eta Carinae ist ein sehr massereicher naher Stern. Wenn das Ding explodiert, wird es ein mächtiges Spektakel.
Er könnte bereits explodiert sein und die Energie sich bereits auf uns zubewegen. Licht und Energie von Eta Carinae brauchen 8000 Jahre, um die Erde zu erreichen. Wenn dieser Stern bereits zur Supernova geworden ist, könnte seine Hochenergiestrahlung in Form von Gammastrahlen bereits auf dem Weg zu uns sein. Wenn diese Welle die Erde trifft, könnte sie die halbe Ozonschicht zerstören. Fast alle lebenden Wesen würden innerhalb weniger Stunden sterben. Kurz darauf könnte der Planet so schnell abkühlen, dass es eine neue Eiszeit auslösen würde. Zum Glück ist Eta Carinaes Sichtlinie nicht direkt auf die Erde gerichtet, sondern weicht um etwa 45 Grad ab. Deshalb würden uns die tödlichen sogenannten Gamma-Blitze knapp verfehlen. Nichtsdestotrotz können, selbst nachdem ein Stern gestorben ist, seine Überreste im Weltall zu sehen sein. Es gibt sehr unterschiedliche große Riesen. Einer ist zum Beispiel Eta Carinae. Er ist extrem groß. Wir warten geradezu darauf, dass er explodiert. Und wenn er explodiert, dann sprengt er die äußere Hülle ab. Es gibt einen großen Nebel, das, was wir auch im Weltraum sehen. Und er kollabiert dann wirklich zu einem ganz, ganz kleinen Stern, den wir dann hinterher im Teleskop sehen können. Ein Neutronenstern hat die Dichte eines Atomkerns. Für einen Stern ist er also sehr klein. Seine Gravitation allerdings ist stärker als die aller anderen Sterne im Universum. Und in der Welt der Neutronensterne gibt es einen mit ungeheuerlicher Kraft. Den sogenannten Magnetar. Ein Magnetar ist ein spezieller Neutronensterntyp, der ein besonders gewaltiges Magnetfeld hat. Dieses Magnetfeld ist etwa 1 Million Milliarden Mal so stark wie das Magnetfeld der Erde an seiner Oberfläche. Wie stark und gefährlich können Magnetfelder werden? Die Luft- und Raumfahrtingenieurin Sigrid Close und der Wissenschaftler Steve Jacobs werden mit einem der stärksten Permanentmagnete der Erde demonstrieren, wie gefährlich Magnetfelder tatsächlich sind. Was machen wir hier? Du erkennst das hier nicht? Ich habe keine Ahnung. Das ist unser selbstgebastelter Magnetardemonstrator. Ich habe hier eine Aluminium- und eine Stahlplatte und dazwischen einen sehr, sehr starken Neodym-Magneten, der eine Stärke von etwa einem Tesla hat. Magnetare sind 10 Milliarden Mal stärker als der hier. Trotzdem hat auch dieser Magnet gewaltige Kraft. Das Einzige, was ihn davon abhält, mit voller Kraft auf diese Stahlplatte zuzuschießen, ist diese Kette. Der Kraftmesser steht momentan auf Null. Ich dachte mir, es wäre doch lustig zu sehen, was mit meiner Hand passieren würde, wenn ich sie hier lasse und wir die Kette lösen. Das würde wehtun. Meinst du? Ein bisschen. Ich bin Rechtshänder, also nehme ich die linke. Toll, oder? Wie geht's? Ich stelle das Messgerät auf Null. Und in einer Sekunde werden wir die Sicherheitskette lösen. Ich lege meine Hand hier hin und du stößt ihn an. Du gibst das Signal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los geht's. Mal sehen. Ich sitze fest. Diesen starken Magneten zu lösen und seine immense Kraft zu überwinden, wird Muskelkraft brauchen. Und zwar jede Menge davon. Bereit, meine Herren? Und los. Okay, auf drei. Eins. Zwei. Drei. Los, Jungs! Klappt nicht. Nein, tun Sie sich nicht weh, nur um meine Hand zu retten. Gute Arbeit. Sie haben Ihr Bestes gegeben. Danke, Jungs. Tut mir leid. Was soll ich sagen? Dieser Magnet ist unglaublich stark. Nur ein 10-Milliardstel der Kraft eines Magnetars. Trotzdem konnten wir seine Hand nicht befreien. Sie hatten eine Zugkraft von etwa 450 Kilo? Etwas mehr. Mehr als 450.
Menschliche Muskelkraft wird diesen Magneten nicht besiegen. Doch wird er auch der Motorkraft dieser Pickups widerstehen? Und los! Das war's. Ja! Gut gemacht. Pferdestärken funktionieren. Siehst du die Anzeige? Wahnsinn. 900 Kilo. Super. Gut gemacht. Das waren eine Menge Pferdestärken, meine Dame. Dieser Tesla-Magnet schafft ein 10-Milliardstel von dem, was ein Magnetar kann. Ein bescheidener Sieg. Zum Glück war es nicht deine echte Hand. Das wäre ich auf dem Magnetar. Genau. Selbst die stärksten Magneten der Erde sind nichts im Vergleich mit einem Magnetar. Obwohl er 180 Mal kleiner als unser Mond ist, nur 19 Kilometer im Durchmesser, ist ein Magnetar so stark, dass ein Magnetfeld, würde er sich uns bis auf 80.000 Kilometer nähern, 10-mal so stark wäre wie das der Erde. Wodurch er jede Kreditkarte zerstören, alle Kompasse außer Funktion setzen und unsere gesamten Festplatten löschen würde. Wenn er noch näher wäre, nur 1000 Kilometer entfernt, wäre der Magnetar 5 Millionen Mal stärker. Alle Metallgegenstände würden durch die Luft fliegen. In unserer Atmosphäre würde es zu gewaltigen elektrischen Stürmen kommen. Atome würden auseinandergerissen werden und nichts intakt bleiben. All das würde nicht mal eine Rolle spielen, weil der gesamte Planet in wenigen Sekunden in den Magnetar gesogen und in einen Plasmastrom verwandelt werden würde. Zurück bliebe nichts als leerer Raum. Der Magnetar scheint unschlagbar, doch das Universum hält noch eine letzte Überraschung bereit. Die gewaltigste Kraft, die wir kennen. Wenn ein Stern zur Supernova wird, ist er manchmal so massereich, dass sich kein Neutronenstern bildet. Nichts kann dieses Ding davon abhalten, zu kollabieren, und es kollabiert direkt zu einem schwarzen Loch. Nicht alle schwarzen Löcher sind gleich. Es gibt dort draußen supermassive schwarze Löcher, aber auch andere, die überraschend klein sind. Forscher debattieren darüber, wo die kraftvollsten Orte des Universums liegen. Eine Theorie lautet, im Inneren von schwarzen Mikrolöchern, die kleiner als die Spitze dieses Bleistifts sind. Kleiner als ein Atom in der Bleistiftspitze. Kleiner als der Atomkern. Etwa die Größe eines Protons haben. Um eine Vorstellung von der Temperatur in diesen schwarzen Mikrolöchern zu bekommen, müssen wir zu den 8,3 Milliarden Grad Celsius der Sonne weitere 42 Nullen hinzufügen. Diese Dinge sind so heiß, dass sie fast sofort, nachdem sie sich geformt haben, schon wieder verdampfen. Sie existieren nur für ein Quadrilliardstel einer Nanosekunde. Die Ironie bei der Suche nach den stärksten Sternen ist, dass etwas mikroskopisch Kleines, das wir niemals sehen werden, sie alle übertrifft. Während wir fortfahren, nach immer neuen Sternen zu suchen, werden noch größere und noch aufregendere Möglichkeiten auf uns warten. Was mich erstaunt, ist, was für unglaubliche Entdeckungen in den letzten paar Jahren gemacht wurden. Teleskope werden immer besser, Computer immer schneller. Wer weiß, was wir noch alles finden werden.